Hey Arne, schön, dass du da bist. Willkommen am Adventure Campus. Komm einfach mit rein. Wir haben schon ein paar Sachen vorbereitet. Gehen wir mal hier durch. Gestern Spiel gehabt. Wir haben ja zugeguckt. Ging echt, war echt super. Ich gratuliere dir nochmal für den gestrigen Sieg. So sollte auch sein. Ja, und heute machen wir so ein kleines, wie sagt man da, so ein quasi Cool-Down-Training mit XM. Um einfach so ein bisschen so massagetechnisch gesehen, so ein bisschen Bewegung, das zu entspannen. Und damit wir dann einfach die Technik verbessern, komm einfach mit. So. Die kannst du mir geben. Genau, so. Dann geht es auch schon gleich auf unseren XM. Du kennst dich ja aus. Bitte sehr. So. Ich stelle nur eine Frequenz ein. Gut, wir machen jetzt ein kleines erstes Gefühl auf dem XM. Ja, ist auf jeden Fall was anderes. Okay. Beine werden schon mal gut durchgeschüttelt. Fast eine Massage. Ja. Eine ähnliche Wirkung, oder? Massage ähnlich, kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Jetzt wird eigentlich der ganze Körper gut durchgeschüttelt, aber es ist ein positives Gefühl. Okay. Ich finde es auch ganz gut, dass da so Sektoren gibt, wo man dann eigentlich genau weiß, wo man sich hinstellt. So, gehen wir weiter nach hinten. Jetzt ein bisschen enger auch. So, ja, genau. Wie ist jetzt das Gefühl? Ja, jetzt ist eigentlich ganz gut für die Fußsohle. Ist richtig angenehm, schüttelt es oben nicht mehr so viel, aber es ist eigentlich wie eine Massage. Super. Nach dem Spiel eigentlich genau das Richtige. Nach dem Spiel genau das Richtige. Ja. Dann wollen wir mal nicht so sein, dass man das zu leicht gestalten, weil wir sind hier noch nicht zum Spaß. Ich meine, Massage hin oder her, ich bitte jetzt einfach mal 6 Kilo. Das ist ein Männergewicht am Spiel, denke ich, in absoluten Ordnung vertretbar. Nehme ich auch, ne? Ja. So, dann machen wir einfach mal ein paar Basic-Übungen. Haben wir noch Saft? Jawohl. Wir drehen um die eigene Achse. Wechseln die Seite. Andere Seite, jawohl. Jawohl, sehr schön. Konzentration. Und nochmal wechseln. So, dann nehmen wir die Hüfte rein und legen die Hüfte noch ein bisschen zu dem ganzen Thema und wieder Seite wechseln. Die Hüfte schön bewegen, jawohl. Richtig schön Kreis, optimal. Ah, herrlich. Gut, so. Die Kugel nach oben. Und nach oben, auf geht's. Und nach oben. Und nach unten. Und drehen das Ganze, drehen das Ganze. Und die Seite wechseln. Und wieder in die Mitte nehmen. Und wieder in die Mitte nehmen. Kugel nach oben. Einmal um den eigenen Kopfkreis. Um den Kopfkreis. Jawohl. Die Hüfte bewegen. Optimal. Und wechseln die Seite. Optimal. Kann man das Ganze sagen. Jawohl. Super. Optimal. Super. Und wieder Seitenwechsel. Optimal. Genial. Genial. Vergiss die Hüfte nicht. Jawohl. Damit wir locker werden. So. Um die eigene Achse wieder. Und gestern hatten wir einen Sieg. Was hatten wir? Einen Sieg. Jawohl. Perfekt. Sieg. Ihr habt gewonnen gegen euren Derby, war das gegen Ansbach, ne? Ansbach, genau. Wir waren ziemlich fit, ne? Ja, wir waren ein bisschen fitter. Ihr wart ziemlich gut drauf. Ich hab's schon gesehen. Das krasser Vorsprung, glaube ich. Fast über 20 Punkte, oder? 22 waren es, glaube ich. Ja. Super. Ja, optimal. So, und wieder drehen. So. Stehen bleiben. Richtig schön im Gesäß nach hinten. Die Kugel an den Bauch. Richtig schön reinnehmen. Und nach vorne rausdrehen. Oh. Jawohl. Und wieder nach unten. Schon nach unten richtig tief, tiefer. Richtig schön tief dehnenmäßig. Gehen wir die Kugel runter vom Bauch, genau, und wieder langsam nach oben raus, genau, nach oben strecken. Jawohl, super. Sehr schön, jawohl. Jawohl, das gefällt mir sehr gut. Alright. So, Arne, das waren jetzt insgesamt 6 Minuten. Und nochmal kreisen ganz leicht. Auf geht's. Ich möchte jetzt 15 bis 20 Wiederholungen sehen, okay? 15 bis 20, auf geht's.
limitiert das Ganze. Genau, machen wir ein bisschen dran. So, 15 bis 20, jawohl, auf geht's. Super, hier drauf. Und jetzt möchte ich von dir, dass du in der Mitte bleibst. Nicht links und nicht rechts, okay? Nicht links und nicht rechts, bleib in der Mitte. Ich schaue mir das Ganze an. Nicht, ja. Das ist halt ein Basketballer, der kann es sehr gut. Sehr schön. Konzentration. Balancieren. Jawohl. Schau dir das an. Das schaffst du, auf geht's. Auf geht's, abkotzen. Super, hey, das macht ja spitze. Genial. Genial. Super, und jetzt gleich nochmal. Unten, rechts, oben, rechts, unten, links. Oben, links, unten, rechts. Das Ganze erhöhen die Geschwindigkeit. Und etwas schneller. Und so weiter und so weiter. So, schau ich mir das Ganze mal an. Auf geht's. Das müsste als Basketballer eigentlich gut können. Als Basketballer schafft er das, oder? Jawohl. Super. Optimal. Super. Perfekt. Optimal. Gut gemacht. Perfekt. Gut gemacht. So, dann gehen wir zu unserer nächsten Lieblingsübung. Und zwar, wir haben hier kurz für die Brustmuskulatur im Prinzip eine relativ leichte Sache. 10 Stück. Zehn, so. So, das ist eine relativ einfache Geschichte. Schau ich mir das mal an. Basketballübungen, die ich mir habe einfallen lassen, sind quasi mit den Kettlebells. Wir haben quasi versuchen, Technik. Ja, Arne. Arne ist ziemlich entspannt, fast nicht mehr ansprechbar. Arne, wie hat dir denn das Training gefallen? Ja, war auf jeden Fall richtig gut, so nach dem Spiel. Regenerationstraining,